Stadt ist das denn? Also, was ist das da, das Dorf? Das meinst du doch. Das meinte ich auch. Das ist ganz wichtig. Hier zum Beispiel die Sniper, ne? Die schießen jetzt schneller und sie greifen alles an. Sogar die DDTs. Das ist diese Aura von dem Ding da. So, ich lasse mal jetzt alles wieder ready kommen hier. Es läuft soweit. Also es läuft echt... Die Strategie ist echt besser das letzte Mal. Das letzte Mal bin ich in 59 abgefuckt. Aber okay, meine Mitspieler, die fucken ab in 34. Also da bin ich ja eh nur göttlich. Aber das schaut sehr gut aus hier. So. Hammer, Hammer, Hammer. Und gleich zu der 65er. Jetzt müssen wir das wieder drücken, damit die nicht so speed hier durchziehen. Oh shit, da kommt jetzt ein Haufen. Das sehe ich schon. Scheiß drauf. Wir geben das gleich am Anfang rein hier. Da brauche ich nicht rumsparen. Das bringt mir gar nichts, wenn man das aufhebt, weil ist zu viel hier. Das wird eine harte Wave, das sehe ich schon. Da wird viel Müll rauskommen hier. Pisser wollen mich umringen, das passt mir gar nicht. So, müssen wir das nochmal nehmen, weil da kommen nur immer neue. Die dürfen mich einfach nur nicht umringen, dann geht das ganz gut. So, haben wir gleich alle drei raus jetzt, jetzt passt das. Nochmal. Sehr schön, ein paar sind geplatzt. Ah, ich weiß schon, was du meinst. Ich kann es ja schnell bauen, das habe ich. Du meinst das da? Monkey Bank. Da kriegst du, pass auf, die macht pro Runde, wir können ja eine bauen, ist ja scheißegal. Du kriegst hier Geld, ne? Und wenn du das nicht nimmst, hier nimmst du es. Wenn du es nicht nimmst, dann kriegst du es hier einbezahlt. Jede Runde. Ich lasse dir das einfach mal so stehen. Und dann gibt es natürlich noch das da, das ist genau das gleiche, nur dass es mehr ist. Ja? Also lasse ich dir das da, weil wie gesagt, ist genau das gleiche, nur dass du mehr kriegst. Du kannst eine gewisse Summe drin lassen, in dem Fall 30.000. 1.500 kriegst du pro Runde. Drückst du hier drauf, kriegst du das Geld. Drückst du nicht drauf, kriegst du, warte mal, kurz gucken, kriegst du 20% Zinsen von dem Geld zusätzlich drauf pro Runde. Können wir uns ja anschauen, ist kein Problem, das meinst du. Also ich bin mir sicher, dass du das meinst. Ich halte das für nicht so nützlich. Auf der anderen Seite muss man sagen, da muss ich mir wenigstens nicht mit den scheiß Bananenbauern ärgern. Also wäre auch nicht so schlecht. Schauen wir es uns einfach an. Also was ist jetzt? Jetzt ist 65. Ich lasse es halt eingeblendet, ist ja kein Problem. Zu viel Blaue hier. Boah, die lecken sich aber schön durch. Ey. Ich muss sagen, die lecken jetzt original mehr wie Noro. So, jetzt haben wir gar nichts. Okay, weil ich habe es während der Runde gebaut. Aber jetzt, jetzt müsste ich eigentlich Geld kriegen. Hm. Warte mal. Jo, 99, das kriegst du halt immer während des Spielens, während der Runde sozusagen. Ne? Und es geht jetzt rauf bis auf 1.500 anscheinend. Und nächste Runde kriege ich 20% drauf. Also 10% sind 150, 300 kriege ich dann am Anfang der nächsten Runde für die Zinsen. Ich kann das aber jederzeit abheben. Aber ich lasse das jetzt oben, damit du es siehst. Ne? So, Müll entfernt. Läuft. Es ist halt bequemer als dauernd Bananen sammeln, aber etwas ineffektiver, finde ich. Pisse versuchen mich schon wieder zu umrunden. So, jetzt habe ich alles rausgekaut. Mehr habe ich im Moment nicht. Das muss jetzt so klappen. Gut, hier haben wir noch einen ready.
Es kommen immer nur welche rein, also immer das dann normal, dass die langsamer reinkommen. Jetzt habe ich zum Beispiel mehr als 1500. Das ist von der letzten Runde wahrscheinlich nur was. Oder ich habe irgendwelche Bonis, dass ich mehr Geld... Genau, ich habe ja die schon praktisch, wie sagt man, erweitert da mit diesen Kisten. Was du immer kriegst, ne? Kriege ich dann schon ein bisschen mehr Geld. Aber ansonsten stimmt das schon. Das ist 10 Anfang der nächsten Runde, ja, kann man schwer rechnen. Aber 198 mal 2 kriege ich dann dazu. Es wird halt immer mehr Geld. Und Maximum ist 30.000 anscheinend. Dann klickst du drauf und du kriegst die Kohle. Scheiße, die umrunden uns, Leute. Nicht gut. Oh, das ist mies. Umrunden ist mies. Wir müssen da jetzt eingreifen. Boom, jetzt machen wir mal volle Wäsche. Boom hier. So, das hat auf jeden Fall mal geholfen. So. Also, noch sind wir ganz gut dabei. Es sieht ein bisschen beschissen aus, ich weiß, aber wir sind noch ganz gut dabei. Boah, ist das hardcore. Wie geht's mit der Bank hier? Ja, geht's gut. Ich muss das halt jetzt auch schaffen, weil sonst kann ich da nichts zeigen. So, läuft, wir haben die Wave, wir sind mal 67. So, lassen wir die mal ein bisschen langsamer rein und dann können wir schauen, wie sie sich vermehrt. Siehste, gleich von Anfang an habe ich jetzt diese 20% mehr. Und es geht halt so weiter bis zum... Stell dir vor, du hast hier 10.000, 20% davon, kriegst du 2.000, zack, aufs Konto einfach mal die nächste Runde. Wenn du viel Geld brauchst, ist das nicht schlecht und du musst nicht dauernd Bananen fahren. Du kannst dir irgendwo am Arsch der Welt hinstellen. So schlecht ist es eigentlich. Es ist bequem, sagen wir so. Boah, da kommt schon wieder so viel rein. Oh, ich muss diese Grünen hier loswerden. Ey, die sind so eklig. Geben wir mal alles rein, was wir haben. Platz auf! Jawohl, einer ist geplatzt. Der zweite müsste auch noch... Hier auch noch auskommen. Platz, 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 Platz. Nochmal. Hm, will nicht platzen. Aber hinten ist was geplatzt. Ja, dieser Power, das sind diese Special-Dinger, die kenne ich. Ich benutze die eigentlich eher weniger. Ich habe davon 10 Tonnen. Oder. Ich weiß nicht, ich versuche es immer ohne die zum schaffen. Das ist einfach, weiß nicht. Das grenzt ja schon fast an Cheaten, die Dinger. Aber praktisch ist das schon, wenn er die Bananen einsammelt. Musst halt nicht selber machen dann, ne? Boah, da kommt ein bisschen viel. Es läuft. So, jetzt brauchen wir nichts mehr machen. Jetzt brauche ich hier nur mehr durchgehen. Der Eisdauer hat die schön niedergefickt hier. Das läuft. So, erledigt. Wave 68. Ja, bin ich neugierig, was noch kommt. Bis jetzt ist es ja chillig, die 68. Okay, jetzt kommt die Kacke.
So. Das ist ein bisschen viel, aber ja, es ist noch, ich sag mal, grob machbar. Hauen wir mal die drei rein hier. Dass eben ein bisschen was aufplatzt hier. Der müsste jetzt zumindest mal aufplatzen. Ey, komm, platze. Junge, platze. Nochmal aktivieren. So, der eine ist aufplatzt. Sehr schön. Oh, aber nur einer. Aber egal, die müssen ja noch viel Runden hier überstehen. So, dann aktivieren wir das einmal. Vielleicht hilft das auch. Jawohl, weg ist das Gesindel. Läuft. So, ich werde nur zwei aktivieren, denn hier ist ein bisschen viel gerade. Läuft wunderbar. Wave 69. Oh, bis jetzt sehr übersichtlich, die 69er. So, schauen wir mal nach der Bank. Siehste, 9800 inzwischen fast. Schöne Stange Geld, ich lasse das noch weiter. Ist das alles hier? Ne, jetzt kommen sie. So, wir machen mal alle drei jetzt raus. Ich muss die zum Aufplatzen bringen, weil sonst umringen die mich. Das ist blöd. Scheiße. So, jetzt haben sie mich umringt. Das ist schon mal extrem scheiße. Umringen ist scheiße. Aber ich glaube, wir haben es noch unter Kontrolle. So, dreimal ready, alle drei gleich reinpratzt. Läuft, so, Umringung beendet. Sieht wieder normal aus. Ja, gut, relativ normal. Hauen wir das rein, jawohl, alle aufgeplatzt, läuft. Und das mal, und jetzt schauen wir, dass wir wieder zu was ready kriegen. Ja, so viele man hinredet, ja, was geht. So, Wave 70. Mal schauen, was jetzt reinkommt. Na, ja, bin ich neugierig. So, Kanonen ready! Feuer!
Oh scheiße, da kommt ein bisschen viel ein. Die umringen mich gleich. Hoffentlich kommt jetzt nicht noch was. So, dreimal reinkaut. Oh nee, da kommt noch was. Jetzt bin ich fast umringt. Viel Spielraum habe ich da jetzt gerade nicht. Aber ich habe noch was ready. Ich mache mal wieder mein kleines Löchlein hier. Ja, läuft. Solange du nicht umringt wirst, ist das machbar. Schwierig, aber definitiv machbar. Wir machen wieder mal einen Cut. Wenn es euch gefallen hat, abonniert mich, liked mich, schreibt einen Kommentar. Ich würde mich wirklich drüber freuen. Bis zum nächsten Mal. Euer ZockerAndi von Gameplay Deluxe. Tschüss.